Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von World of Warcraft, der leeren Elf. Wir haben mit dir, Dessi, hier letztes Mal unseren Punkt geholt, dass wir in den Dämmerwald gehen sollen. Aber, nun, wir können sogar aufsetzen, weil ich habe Zugriff auf alle Mounts, die ich schon hatte. Deswegen können wir uns hier mal ein paar raussuchen. Nein, das sind... So, ein schönes Reittier. Ne, ziehen wir uns den hier rein, das ist eh einer meiner Lieblinge. Den ich durch eine Quest bekommen habe. Ich habe nicht so viele Mounts, aber wir können auf diesem Mount reisen, das uns um 60% beschleunigt. Eine meiner Meinung nach ausreichende Beschleunigung, wenn wir hier jetzt durch Stormwind gehen. Wir müssen zu diesem Punkt hier vorne, weil wir hier die Kiste holen müssen. Und wir müssen gucken, wo wir ein Standard-Zielfernrohr herkriegen. Fraglich, wie wir das machen. Ich schaue auch, dass ich hier die größeren Wege, also das ist jetzt ein minimaler Weg, da brauchen wir uns jetzt nicht wirklich um einen Cut kümmern. Da kann ich lieber mit euch ein bisschen reden. Zum Beispiel, welchen Charakter würdet ihr denn bei WoW erstellen? Ich meine, es gibt ja die verschiedenen Klassen und Rassen. Also, um erstmal ganz simpel zu sein, seid ihr eher ein Fan der Allianz oder einer der Horde? Die Allianz bietet ja Menschen, Elfen, Draenei und die Horde, ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Ja, ich bin auf der falschen Seite. Nicht auf der falschen Seite im Sinne von Allianz oder Horde, sondern auf der falschen Seite im Sinne von, ihr seid auf der anderen Seite der Mauer. Aber ja, Allianz und Horde bieten sich ja, aktuell kämpfen sie ja zusammen gegen die Legion. Moment. Wie, hä? Ich bin überfragt. Scheinbar ist es doch auf der anderen Seite. Quests. So, wenn ich richtig liege... Ah, da, die Kiste müssen wir untersuchen. So, jetzt haben wir eine eiserne... Ah, da kommt uns die erste Ratte entgegen. Bam. Hallo? Stimmt irgendwas nicht? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Oh, die Ratte ist überdimensional stark. Das erklärt, warum wir sie gerade nicht töten können. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Aber interessant zu wissen, dass hier eine überdimensional starke Ratte rumgrassiert. So, halt, nein, wir wollen ja den großen, glimmernden Glutwurm hier nutzen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo sich die meisten Spieler treffen werden. Hier das neue Mount von der neuen Instanz. Und einige andere schöne Mounts. Wir können dann natürlich auch auf Mount-Sammeltour gehen. Wobei ich vielleicht mir auch noch einen Kollegen holen werde, der uns dann begleiten wird, besonders wenn wir durch größere Instanzen gehen, damit ihr mal die Story der größeren Instanzen hier habt. So, jetzt müssen wir hier rein. So, absitzen, reingehen. Ah, da, Duncan Merzer. Dann. Wir brauchen einen rotbraunen Gürtel. Ah, da, rotbrauner Gürtel. Der verschlingt zwar fast unser ganzes unser ganzes Einkommen, aber dafür haben wir ihn. So, jetzt müssen wir aber gucken, dass wir... Ich ziehe das jetzt mal aus der Leiste raus, sonst tue ich das immer wieder ansteuern. Wir müssen jetzt aber gucken, dass wir uns ein wenig um das Zielfernrohr noch bemühen.
Dazu besuchen wir das wohlbekannte. Aha, ist da. Ach du heilige Scheiße, was ist denn da los? Aha. Giftmisch, was auch immer. Ah, kann man sich umziehen. Und jetzt haben wir ein Winteroutfit an. Okay, dann spazieren wir mal mit dem Winterhauch-Outfit rum. Warum nicht? Es wird die Gegner in Angst und Schrecken versetzen, wenn sie sehen, dass wir mitten im Sommer in Winterkleidung umhergehen. Moment, wir brauchen ein Zielfernrohr. Genaues Zielfernrohr oder brauchen wir was? Wir brauchen ein Standard-Zielfernrohr. Junge, die wollen mich mit dem Preis schon fertig machen. Scharfschützen. Ah, stand. Ihr wollt mich verarschen. Für 699 Gold. Okay, ich werde einer wie drauf ansetzen, das zu besorgen. Das ist sonst viel zu teuer. Was zum Geier war hier los? Ich sehe aber, wir haben eine Quest. Und zwar bei dem Typen in dem Gebäude hier oder vor dem Gebäude sogar. Da. Ja, genau. Der da. Mal sehen, was hat der Typ hier uns zu sagen, wenn wir schon mal hier sind. Wenn ihr euch mit irgendwem über Weine unterhaltet, werdet ihr erfahren, dass wir Galinas die besten Weine in ganz Sturmwind verkaufen. Wir sind noch nicht weit weg. Immer noch innerhalb des Handelsdistrikts, entlang der herrlichen Kanäle der Stadt. Hier, nehmt dieses Flugblatt, bringt es meiner Schwester Suzetta in unseren Laden und ihr erhaltet eine Gratisflasche unseres berühmten Dallara Noir. Ihr werdet es nicht bereuen. Geht zum Weingut Kalina und gebt Suzetta Galina den Weingutschein, um eine kostenlose Flasche Wein zu erhalten. Flasche Dallara Noir, ein ziemlich schwaches alkoholisches Getränk. Mögen eure Reisen sicher sein. Jetzt will uns die Aral-Tankstelle noch anwerben. Ja, es ist, wenn man gildenlos ist, wird man wohl sehr oft irgendwo eingeladen. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ich lasse es erstmal offen. Ihr könnt ja auch mal in den Kommentaren schreiben, ob ich vielleicht der nächsten Gildeneinladung Folge leisten soll. Und damit meinem Charakter einer Gilde zuordnen, zumindest fürs Leveln, weil ich glaube, in der Gilde bekommt man mehr Erfahrung, je nachdem, wie hoch die Gilde bereits ist. Oh, ein schönes Weingut, willkommen. Ein typisches alkoholisches Getränk. Kisune. Ist gar nicht hier. Reden wir mal Ich mit ihr. kaufe und handle. Seid gegrüßt und fühlt euch willkommen, edle Dame. Habt ihr schon einmal einen unserer ausgezeichneten Weine versucht? Ich denke nein. Ah, ihr wart also bei Renato. Na dann, hier bitte, werte Dame. Eine Flasche unseres außergewöhnlichen Dallara Noir. Ihr werdet nirgendwo in Azeroth etwas Vergleichbares finden. Mögen eure Das Reisen heißt nicht sicher sein. unbedingt. Aber wir kriegen 2900 EP dafür, dass wir Sucht Wein ihr kaufen gehen. Verstecktes? Da die Flasche Dallara Noir. So. Ein starkes alkoholisches Getränk können wir uns Schön nicht wär's leisten. auch. Wir haben noch nicht mal mehr 17 Silber in der Tasche. So, was haben wir hier an Equip? Wir gehen jetzt vorerst mal mit diesem Equip rum. Wobei ich könnte mir auch Erbstücke machen lassen. Das ist, glaube ich, sogar das ist die schnellere Variante. Da Erbstücke. Ich könnte mir Erbstücke hier basteln lassen, die ich dann verwende. Aber das brauchen wir ja nicht, solange wir hier sind. Ich denke aber, es wäre von Vorteil, sich die machen zu lassen, weil man dann auch immer auf Up-to-Date ist. Was hat er denn hier? Wir haben hier nämlich weitere Quests. Wir nehmen jede Quest an. Habt ihr etwas? So weit es geht. Wir hatten hier in der letzten Zeit viel Betrieb.
Es scheint so, als würde wirklich jede Rüstung und robuste Kleidung kaufen. Als würden alle eine kalte, harte Jahreszeit erwarten. Aber das sind alles Zukunftssorgen. Meine heutige Sorge ist eher, dass mir die gestrickten Kleidungsstücke ausgehen. Ich brauche eine weitere Fuhr von unserem Lieferanten. Wenn ihr diesen Auftrag zu Rema Schneider in die Schneiderei und Anpasserei im Kanal bringen könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Geht zur Schneiderei und Anpasserei am Kanal und bringt Rena Schneider Harlan Barclay Stoffanforderungen. Man sieht sich. Gut. Wir werden mit dem Charakter übrigens einen auf Alchemist machen, das muss ich auch noch lernen. Das können wir eigentlich auch gleich machen, weil, und das ist ziemlich einfach gesagt, Alchemisten werden immer gebraucht. Die Fläschchen, die sie machen, die, ist es da? Ne. Ja, Fläschchen braucht man immer, die trinken sie immer, wobei ich überlege gerade, ich habe Verzauberer und Schneider mit meinem Main-Character. Ich könnte Juwelenschleifen machen. Hallo. So, hier haben wir einen Standard. Oh, den können wir auch noch lesen. Andy Schneiders. Guten Tag. Ich hoffe, die Geschäfte im Kanaldistrikt laufen gut. Wir hier am Händlerplatz können uns über mangelnde Arbeit jedenfalls nicht beklagen. Wir brauchen dringend neue Strickstoffwaren, denn unser Vorrat geht zur Neige. Bitte schickt uns schnellstmöglich die übliche Ladung. Gutes Gelingen. Gutes Gelingen. Ich hoffe, die Studien eures Sohnes Thurmann schreiten rasch voran. Harlan Barclay. Wie geht's? Ihr bringt Nachricht von Herrn Barclay. Hier seht, dass Harlans Geschäfte florieren. Das sind gute Neuigkeiten. Aber ich frage mich, wozu die Leute all diese Rüstungen brauchen. Ich habe nichts von einem Krieg gehört. Gibt es da etwas, was uns die Adligen nicht erzählen? Naja, es kommt ja bald das nächste Addon und das heißt War of Azeroth? Irgendwas mit Azeroth? Das klingt schon nach Krieg. Nun gut, danke, dass ihr die Anfrage überbracht habt. Hier ist eure Bezahlung. Und ich werde dafür sorgen, dass Harlan seine Lieferung erhält. Mögen die Reisen sicher sein. Und sie Hallo? Will wahrscheinlich, dass wir das liefern. Man sieht sich. Hä? Corbett, mein Treuer, Harlan benötigt so schnell wie ihr könnt eine Ladung gestrickter Hemden und Hosen. Schönen guten Tag. Mein Sohn Thurmann ist Lehrling beim Konfektionsgeschäft Larsen im Magierviertel. Er hätte es heute etwas eilig und vergaß seine Schere und Nadeln. Ich weiß, eine große Priesterin wie ihr hat bestimmt wichtigere Aufgaben zu erledigen. Aber ohne sein Handwerkszeug kann er seine Lehrarbeit nicht erledigen. Bitte, ihr Jessie, könnt ihr meinem Sohn sein Nähkästchen vorbeibringen? Das Konfektionsgeschäft Larsen ist einer von zwei Kleiderläden im Magierviertel. Es ist das etwas weiter drinnen liegt, ganz in der Nähe des Magierturms. Können wir machen. So. Hier machen wir mal Handelsgüter. Dann habe ich die gleich in einem Laden. Okay, hier oben ist nichts. Also Schneider werde ich mit dem Charakter nicht machen. Das wäre kontraproduktiv. Ich glaube, ich mache Juwelier draus. Weil ich hab schon einen Fläschchenbastler. Aber den nutze ich kaum, weil ich den Charakter nicht mehr so mag. Also das, was der Charakter tut, den Charakter, die Klasse, ein Schaman, ist nicht so meins. Ich weiß nicht. Ich finde daran keinen Gefallen. Und dann, ja. Kräuterkunde, was können wir noch machen? Es gab da noch irgendwas mit. Was müssen Inschriftkundler haben? Die brauchen. Ach ja, Inschriftkundler brauchen. Moment, das ist jetzt das Falsche. Inschriftkundler brauchen Kräuterkunde. So, erstmal gucken, dass wir den Laden finden. Der ist ganz verschollen und wir sind hier im berüchtigten Magierviertel. In dem Magierturm da oben kommt man öfters raus, wenn man sich durch irgendwelche Portale teleportiert. So, Herr Schneider. Oh, seid ihr hier, um Kleidung zu kaufen? Oh, verflucht. Ich dachte, wenn ich mein Nähzeug vergesse, muss ich heute nicht arbeiten.
Ich schätze, jetzt muss ich den Larsens beim Nähen helfen. Naja, ich denke, das Vergnügen muss wohl noch etwas warten. Ein geschickter Junge, muss ich sagen. Sehr geschickt. Gut, wir haben hier Schneiderlehrlinge. Angriff auf der Handelsdistrikt. Oh, scheinbar hat die Horde hier Einzug gefunden. Irgendwo hier muss dieser Kräuterhändler sein. Jetzt haben wir schon mal zwei wichtige Aufgaben erledigt. Ja, wichtig. Wir haben einen Jungen endlich gelehrt, was Arbeit bedeutet. Okay, die diskutieren gerade hier etwas. Wo ist denn die nächste Wache? Oh, das ist... Nee, wir haben hier die Kräuterkundelehrerin. Ja, dann machen wir das so. Kräuterkunde, weil die braucht man für Pigmente. Mit den Pigmenten kann man dann diese Sachen machen. Damit kann man auch gut Geld verdienen. Jetzt ist nur die Frage, kannst du mir helfen? Nein. Ah, eine Wache. Wachen sind immer gut. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Lehrer für Berufe. Verzauber, nein. Erste Hilfe, nein, nein. Inschriftkunde, da war's. So. Oh, das ist... Ich wusste doch, dass es hier in der Nähe ist. Können wir echt... Ne, können wir nicht. So. Jetzt sind wir schon zwei Folgen unterwegs, aber... Ah, auf der anderen Seite. Sturmwindstäbe. Tja, scheinbar werden wir uns jetzt hier erstmal nicht. Verzauberungskunst. Hier ist sogar eine Instanz. Sturmwind Schreibmeister da. Klingt gut. Tintenhändler, Inschriftskunde, Lehrmeister. Für 10 Kupfer können wir dieses. Diese ehrenvolle Aufgabe erlernen und haben unsere zwei Berufe gelernt. So, dann, wir müssen malen und haben Inschriftskunde. Die drei Sachen brauchen wir. Gut. Scheinbar haben wir es dann erstmal geschafft. Wir haben auch keine Quests mehr offen, außer die des Zielfernrohrs, die wir aber jetzt nicht erfüllen werden. Die werde ich beim nächsten Mal bringen. Jetzt ist die Frage, das ist im Riss, das ist gut. Ich brauche aber jetzt erstmal die Zauber hier. Verringert den erlittenen hier, erzeugt einen Riss im Raum, reaktiviert diese Fähigkeit, um euch durch den Riss zu teleportieren. Okay. Essenz der Lehre. Wo ist Essenz der Lehre als Fähigkeit? Automatischer Angriff. Verringert den erlittenen Schattenschaden um 1%. Eure Fähigkeiten haben eine Chance, euch mit der Essenz der Lehre zu verstärken. Okay. Ich denke, das haben wir jetzt erstmal abgeschlossen. Da haben wir sogar noch etwas, was wir nehmen können. Gizmo, ich habe es jetzt immer übersprungen. So. Ja. Ich denke, wir werden uns entweder zum Ende der Folge dann im Dämmerwald antreffen und ja, es wird hier dann vielleicht erstmal einen kleinen Cut geben, falls wir nicht auf irgendetwas Spannendes treffen. Aber ich würde euch nämlich gerne den Weg nach zum Dunkelwald verkürzen. Also dann, wir sehen uns gleich wieder. So, puh.
Die Reise hat jetzt ewig gedauert. Wir waren ja fast 10 Minuten unterwegs. Gut, dass das rausgeschnitten wird. Es könnte sonst sehr uninteressant sein, weil es ist nicht wirklich was passiert. Mir ist nur leider auch noch aufgefallen, wir haben doch den Flugpunkt hier, also hierhin hätten wir noch hinfliegen können. Aber das dient mir jetzt zur Übung fürs Rausschneiden. Hoffe, alles hat gut genug geklappt. Hallo. So, ihr seid die Hilfe, die wir angefordert haben. Ihr seid die Hilfe, die wir angefordert haben. Dann müsst ihr uns wohl genügen. Die Stadtbewohner werden in erster Linie von den Terrorwölfen bedroht. Sie lauern in den Wäldern um uns herum. Die meisten findet man jedoch am Nordufer des Flusses. Sie sind anders als die räudigen Hunde, die ihr aus Elven oder wo immer ihr auch herkommt gewohnt seid. Sie sind mannsgroß und zweimal so teuflisch. Wenn ihr den Einwohnern in Dunkelhain wirklich helfen wollt, dann jagt die Wölfe, damit ihr auf unseren Straßen endlich wieder sicher sind. Tötet 12 Terrorwölfe. Schwarzhauptband. Und Finger. Und Blitzstrahlbündel. Benutzen. Lässt eine Feuersäule niedergehen, die alle Feinde im Gebiet verbrennt und ihnen zunächst 12 Feuerschaden und zusätzlich im Verlauf von 8 Sekunden 12 Feuerschaden zufügt. Gerne. Okay. Schauen wir mal noch, wer noch Aufgaben hat. Hier sind noch 2 Aufgaben und nächstes Mal werden wir uns dann dran machen, diese zu bewältigen. Wir haben unser Kostüm leider verloren. Aber, naja, etwas sowas kann passieren. Es scheint, als würden dunkle Dinge unaufhaltsam in den Dämmerwald gezogen. Meister Treuwein hat sich der Aufgabe verschrieben, das Böse und die Ketzerei zu vertreiben. Dank unserer Anstrengungen lebt das Volk von Dunkelhain in Sicherheit. Ihr glaubt, ihr seid würdig, euch unserer Gruppe anzuschließen? Einst dachte ich wie ihr. Die Selbstzufriedenheit der Wache hatte mich meiner Illusionen beraubt. Und so schloss ich mich Meister Treuwein an. Wenn ihr euch beweisen möchtet, so kann dies nicht durch Worte geschehen. Messt eure Fertigkeiten an den Worgen der Nachtheuler im Schattenhain. Wir werden sehen, ob ihr in der Lage seid, es mit diesen Monstern aufzunehmen. Tötet 7 Worgen der Nachtheuler im Schattenhain. Das Licht segne euch. Gut. Und dann noch das letzte Ausrufezeichen, das wir hier in der Nähe haben. Das ist im Gasthaus. Mal sehen. Ist es hier? Nee, das ist auch so ein Schild, die gibt es jetzt wohl öfters. Habe ich jetzt mit meinen letzten Charakteren nicht bemerkt. Und wundert euch nicht, wenn ich plötzlich so hin und her zappel. Das ist ein Bug. Das ist, wenn ich mit der rechten Maustaste mache, dann kann es plötzlich sein, dass er in die Mitte fokussiert und deswegen rutscht das so weit weg. Ehre dem König, Freund. Der Koch will was von euch. Hallo, hallo! Willkommen in meiner Küche, gnädige Frau! Hier werden alle die köstlichen Delikatessen der Taverne zum roten Rahmen zubereitet. Ah, riecht nur das wunderbare Aroma! Gewürzte Wolfskebabs. Gewürzte Wolfskebabs ist eine Spezialität des Hauses. Natürlich kann ich euch einige machen, doch zuerst brauche ich die Zutaten. Bringt mir 5 Wolfskronen Fleischsteaks. Die Terrorwölfe nahe des Flusses nördlich der Stadt lassen sich gut jagen. Aber ich würde an eurer Stelle nicht zu tief in die Wälder vordringen. Sammelt 5 Wolfskornfleisch. Kronfleisch. Steaks von Terrorwölfen. Und schwärzliche Krebsküchlein. Ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Schwärzliche Krebsküchlein werden in Wirklichkeit aus Spinnenfleisch gemacht. Ist ein bisschen eklig, aber die Küchlein haben einen würzigen Beigeschmack und eignen sich gut als Zwischenmahlzeit. Aber wenn ihr immer noch welche probieren möchtet, muss ich leider gestehen, dass ich kein Fleisch mehr habe. Ich brauche ein paar Fleischklumpen, dann kann ich die Küchlein backen. Jagt am besten Giftweberspinnen. Die nisten im Norden, zwischen dem Vorgebirge und dem Fluss. Er beutet 6 schwärzliche Klumpen von Giftweberspinnen. Wir kriegen das Rezept und die Küchlein. Für die Allianz.
Dann können wir auch mal welche backen. Okay. Eine etwas unangenehme Sache, die wir hier gerade gemacht haben. Oh, Ari. Gefährte von Chino. Und das wieder dieses Brett. Gut, komme ich hier hoch? Nee, wahrscheinlich nicht. So, nee, komme ich nicht. Gut. Dann werden wir uns diesen Aufgaben in ja, da war es wieder. In diese Richtung annehmen. Und zwar in Richtung Rotkammgebirge. Und ich werde euch dann beim nächsten Mal sehen, wenn wir wirklich auf die Jagd gehen. Und ich werde wohl für diese Jagden dann auch diese Erbstücke hier erstellen. Schließlich erhöhen die Erfahrung, die wir erhalten. Und so steigen wir schneller auf. Dadurch, dass die Level hier festgelegt sind, beziehungsweise sich anpassen, können wir das Gebiet auch fertig leveln, ohne dass wir EP verlieren. Wir kommen dann eben nicht in jedes Gebiet, aber das ist auch immer eine Sache für sich. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.